Da oben ist Randall, schreibt einer. Genau. Ja, irgendwas Randall-mäßiges hast du doch gesagt. Das ist ein wunderschöner Ort. Der Wind hier ist ein wenig kalt. Also, ist das der Garten des Schöpfers? Ich denke, da liegst du durchaus richtig, Luke. Das viele Wasser und die Rosenbüsche lassen darauf schließen, dass sich jemand gut darum kümmert. Ja, aber hier ist doch sonst keiner. Also müsste ja theoretisch tatsächlich jemand sich noch um das Ganze kümmern. Die alte Dame. Oder die Schatten. Die Schatten, ja. Ich würde sagen, der Turm ähnelt eher einem Schloss. Grüne Kanne, umstülpen, gießen. Wer hätte gedacht, dass wir an einem so schönen Ort landen? Erkunden wir ihn! Fangen wir ihn! Hab ich auch gerade gedacht. Okay. Hinweismünze. Im Busch. Ah, da ist auch was. Na, da ist noch mehr. Da war eine. Ups. So. Okay, was ist da? Dieses Bauwerk wurde vor kurzem mit Blumen geschmückt und generell gut in Stand gehalten. Ich wette, Sophie ging es gut, als sie noch hier gelebt hat. Als sie noch gelebt hat. Luke geht schon davon aus, dass schon vorbei ist und viel zu spät. Ja. Man braucht sich zumindest keine Sorgen zu machen, dass Labyrinth hier das Wasser ausgehen könnte. Nee, doch. Das wird alles für hier verwendet, nicht für unten. Es muss wohl sehr wichtig gewesen sein, eine Technik zu entwickeln, um das Wasser so hoch zu pumpen. Oh, da war was. Blub! Dieses Gebäude ist wirklich beeindruckend. Ich nehme an, dieser Teil ist das Zuhause des Schöpfers. Sophie muss als Kind hier gelebt haben. Ja. In der Tat. Das muss ihr Elternhaus gewesen sein. Ihre Familie. Ich frage mich, ob sie vorhatte, hierher zurückzukehren. Egal, wo sie hingeht oder was sie tut, Familie bleibt Familie. Ohana heißt Familie. Und Familie heißt, dass alle füreinander da sind. Das ist doch noch immer ihr Zuhause. Sie würde sicherlich irgendwann zurückkommen. Oh, vielleicht, sie hatten ja nur einander. Sie hatten ja nicht mehr alle beieinander. Ihre Beziehung zueinander könnte ein wichtiger Hinweis sein. Bling! Ja, das habe ich auch gedacht. Hä? Da war wirklich ein Bling. Was denn, Luke? Jetzt weiß ich, was hier sein könnte. Nora! Nein, Nora ist doch vor Gericht. Immer noch? Ja, ich denke. Warst du zuletzt noch da? Also ich denke, das hier ist parallel eher so. Mal schauen. Ja. Nichts. Ich hab's mir wahrscheinlich nur eingebildet. Ich dachte, ich hätte was in der Spitze des Turms gesehen. Es tut mir leid, ich muss es mir eingebildet haben. Gehen wir hinein, Professor. Neuer Ort, Kinderzimmer. Aber warte mal, wir können uns, glaube ich, auch zurückbewegen. Was war da? Ach nee, das war wieder unten. Gibt's hier ein verstecktes Rätsel? Nein. Und wir haben alle Hinweismünzen. Supi. Kinderzimmer. Ah. Das muss ein Kinderzimmer sein. Es sieht ganz danach aus. Dem Zustand nach zu urteilen, wurde es schon lange nicht mehr benutzt. Ich nehme an, es war Sophies Zimmer. Ah, hier ist Sophie also aufgewachsen. In dem Turm. Wollte sich wahrscheinlich, ach nee. Hat sie sich die Haare lang wachsen lassen? Was ist wohl vorgefallen, um Sophie aus ihrem Zuhause zu vertreiben? Hatte sie etwa Höhenangst? Oh. Ich frage mich, ob Sophie und der Schöpfer gut miteinander ausgekommen sind. Ich weiß, wieso sie weg war vom Turm dann. Also, was passiert ist, damit, dass sie nicht mehr in dem Turm war. Na? Sie ist runtergefallen. Und Nora hat sie aufgefangen. Wie auch immer sie das geschafft. Nee, Tante Becky. Die sieht so aus, als wäre die robust genug dafür. Ja, oder sie hat ein ganz weiches Brot gebacken.
Ja, genau. Oh nein, ein Kind fällt darunter. Gib mir etwas Zeit. Ich backe ein Brot so weich, dass es drauffallen kann und ihm nichts passiert. Ja. Ja, die ist wie Lucky Luke. Die backt schneller als ihr Schatten. Becky Luke? Becky Luke, ja. Nee. Becky Book. Becky Book. Ich bin der Anti-Luke. Ich bin langsamer als mein Schatten. Oh, oh. Ich muss mal an die Tür. Ganz schnell. Kann ja auch nicht sein, dass ich der Einzige bin, der mal ab und zu weggeht auf der anderen Seite, ne? Jetzt sind wir hier schon seit fast... Ja, nicht nur seit fast. Wo steht's denn? Seit 4 Stunden und 12 Minuten ziemlich genau schon in der Aufnahme drin und es ist irgendwie krass, dass noch keiner aufs Klo musste. Ah. Jetzt kann ich natürlich auch nicht weiterklicken. Schade. Wie ist das so im Stream? Wart ihr mal auf dem Klo zwischendurch? Was schreibt ihr da überhaupt so? Passierte Tomaten. Oh, nur noch 33 Zuschauer. Zwischendurch waren das mal mehr. Wir sind doch zu langweilig. Boah, ist das warm. Ich hab gar nichts zu trinken da. Ich hätte was gebraucht vielleicht. Blasen aus Stahl! So. Das wird gleich witzig. Ich habe Blasen aus Stahl! Was? Blasen aus Stahl? Ja, weil ich gesagt habe, dass noch keiner aufs Klo musste, ist beachtlich. Ehrlich gesagt, ich hatte mir überlegt, ob ich gerade gehen sollte, aber irgendwie wollte es nicht. Was gehen? Weggehen? Hm? Was geht? Wer geht? Moment, ich muss nochmal an die Tür. Ich glaube, die ist zugefallen. Ich kann nicht mit Soundmark reden, ich habe keine Kontrolle über die Sounds. Ich hatte die früher mal irgendwann, aber irgendwann wurde mir diese Macht wieder entzogen. Keine Sorge, wir schneiden das dann raus. Ich glaube, weil es technisch nicht funktioniert hat. Was schneiden wir raus? Dass er weg ist? Ach wo? Wieso? Ist auch interessant, was die Leute so machen, während wir uns hier abrackern. Wäsche auf den Balkon stellen. Wir sind weiter! Vielleicht sollte ich auch mal aufs Klo gehen, aber... Ah ne, jetzt geht's weiter. Wuhu! Ach so, aber jetzt hört sie dich ja gar nicht. Hallo. Ah doch, Moment, es geht. Hallo! So! Bitteschön. Übrigens, du hast mir gesagt, wir könnten in 4 Stunden durch sein, weil es ungefähr so 2 Stunden dauern würde. Das schafft keiner! Das schafft echt keiner! Ja, ich hab's vielleicht doch ein bisschen wieder unterschätzt. Naja, was soll's. Jetzt hast du wenigstens auch mal nur auf einem Ohr den Sound. Jetzt weißt du mal, wie es mir geht. Genau, stimmt, die ganze Zeit schon. Die Zuschauer haben inzwischen Zeit Wäsche rausgehangen, Spülmaschinen ausgeräumt. Ja, genau. Passt. So, Sophie ist ein Mädchen voller Nächstenliebe und starker Grundsätze. Übrigens, Marc hat schon mal geäußert, was da drin sein könnte. Was? Nora. Ah. oder eine random Person. Wo drin? In dem Turm. Ach so. Oder was hast du noch gesagt? Den Schöpfer habe ich noch gesagt. Oder Schatten. Oder die Schatten, die hatten wir noch nicht, genau. So, und oder jetzt, die große Hexe. Oder die große Hexe, ja genau. Ja. Also, Oder wer könnte noch drin sein? Flammenberg! 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 Genau! Genau! Ich weiß, was da drin ist. Meine Axt! Ich weiß auch, was da drin ist. Das ist der Mario! Ja, jetzt gerade sogar. Ja. Ach, Mario Pech kommt auch vor. Okay, gutes Zuhause. Weiter mal. Halt die Fresse und spiel und dich das Spiel weiter. Das ist ja so warm wie in der Sauna. Ja, leider. Ich habe schon das Fenster jetzt aufgemacht, damit es nicht. Oder angeklappt, damit es nicht so. Also muss sie viel Zeit mit ihrem Vater verbracht haben. Ich denke, Sie haben recht. Für Sophie muss dieser Ort mit guten Erinnerungen verbunden sein. Ich habe das Gefühl, wir verletzen ihre Privatsphäre, wenn wir hier so rumspazieren. Hey, gucken wir mal in dieses Regal und in diese Schachtel und in die... Auf der Unterwäsche steht. Ja. Aber Luke, wir haben keine andere Wahl, wenn wir Sophie retten wollen. Da ist das erlaubt.
Du musst immer sagen, wir wollen jemanden damit retten. Ja. Das ist wohl wahr. Ja. Und ich denke, es würde ihr nichts ausmachen, wenn sie es wüsste. Was? Ihr sucht mein Zeug? Ihr sucht in meinem Zeug rum? Oh, wir können hier vergrößern. Aber vielleicht will ich ja erstmal Hinweismünzen. Eins. Oh, den Sound dazu hatten wir noch nicht abgespielt. So. Den haben wir vorhin auch ganz oft vergessen, glaube ich. Ja. Ich muss nur ganz kurz was trinken gehen, das ist echt. Kein Problem. Ah, übrigens, da drüben ist Multivitaminsaft. Genau. Also wie hieß nochmal dieser eine Zeuge, dieser ganz kleine von der Truppe? Wie hieß der? Warum soll ich das dir jetzt sagen? Ja, weil ich wissen wollte, ob du dir das merkst. Merken nicht, ich kann den aussprechen, glaube ich. Du kannst den aussprechen? Ich konnte das früher jedenfalls ganz gut. Ich glaube, es war Sibylchun. Nee, Sibylchun. Sibylchun. Kim. Ja? Oder Mick. Oder Mick? Tunchun Kim. Mick. Ich glaube, Kim. Ich weiß es nicht. Also, ich bin gleich wieder da. Ja, irgendwas. Ich nehme eine Hinweismünze. Gute Idee. Ach, und übrigens, war zufällig die Person, die ich sprechen sollte. Ja. Weiblich? Auch? Ja. Und hatte spitze Hacken. Gut, ich hab's richtig erraten. Sehr schön. Bin ich ja froh, dass meine Informationsquelle, die mich liebt, netterweise nicht spoilert. So, da mache ich jetzt nicht den Sound. Ich will weiterkommen. Stern! Diese Wand ist von oben bis unten mit Kunstwerken bedeckt und kein einziges Staubkorn. Es scheint, als wäre das Zimmer im gleichen Zustand, in dem Sophie es verlassen hat. Die Tür. Sehen Sie, Professor, da drüben ist eine Tür, durch die wir gehen können. Ja, aber untersuchen wir zuerst dieses Zimmer. Das wird DLRH. DLRH? Was bitte? Moment, ich gehe da erstmal rein. Nein, das ist Post. Ja. Was passiert hier? Dann lese ich wieder Kommentare. Kim Jong-un? Siehst du, Marc, du was ist mit Kim Jong-un? Du hast nur angerufen. Ich krieg Post. Ach so, wer oben im Turm ist. Der Turm ist die Kim Jong-un School of Leadership. Ah ja, die hatten wir ja auch schon. DHL. Ach, DHL. Jetzt hab ich verstanden. Ich weiß, was ich da kriege. Ich kann es zeigen. Wahnsinn. Was so alles gesprochen wurde. Oh, du bist total leise. Das ist echt schlimm. Lamberg. Nein, Marc. Marc? Ja, du kannst lauter drehen, wenn du willst. Ach, was ist mit mir? Nee, jetzt geht's wieder relativ, oder? Ich weiß nicht. Drei, zwei, Fotos? Eins. Ja, eben. Kannst du das bitte mal ausschalten, weil das... was soll ich machen? Also, das macht er einfach nur... Oder mach es einfach aus. Dominika? Dominika? Ich hab den Chat da oben. Ja. Kleinen Moment. Die Post. Ja, braucht wahrscheinlich so lange wie ich mit dem Fahrstuhl. Ja. Was schreibt ihr da alle? Ich hab keine Ahnung. G20 Gipfel, genau. Die sagen schon G20 Gipfel im Turm. Donald Trump im Turm. Erst soll ich runterzählen, jetzt soll ich raufzählen. Eins, zwei, drei. Boah, ich fand das Zimmer von Sophie immer voll schön. Wollte auch immer so ein Kinderzimmer. Ja, das ist hübsch. Ja. Mit Sternchen. Ja, und so einen schönen Apfelbaum an der Wand. Stimmt. Die Post! Die Post geht ab. So, ich muss dann mal mich hinsetzen und gleich mal meine Post schnell auspacken. Wir haben die Koffer. Danke. Sehr lieben Dank, du haben. Ist mir scheiße. Man kann es zärtlich machen, man kann es auch mit roher Gewalt. Mit zärtlicher roher Gewalt. Reden wir noch von der Post. Ein neues Stück für meine Sammlung. Leider nur eins. Das andere war schon ausverkauft.
Cool. Hm. Oh, das ist aber ein hübsches. Ja. Oh, die andere finde ich aber hübscher. Ah, gibt es zwei verschiedene Bayonetta? Es gibt zwei verschiedene. Einmal die aus Teil 1, die ich hier habe, und die aus Teil 2 mit den kurzen Haaren. Ich finde die sowieso generell irgendwie hübscher. Mit kurz? Ja, die kurzhaarige Bayonetta finde ich hübscher. Ja, hat beides was für sich. Hm. Da fällt mir ein, ich muss noch Bayonetta 2 spielen. Oh, na dann. Wie weit seid ihr eigentlich jetzt im Prozess gekommen? Ja, durch. Also zumindest bis zum nächsten Layton Untersuchungspart. Ja. Also das haben wir gut hinbekommen. Okay, also welche Erkenntnisse habt ihr jetzt? Wir haben die Erkenntnis, dass alle Wachen total bescheuert sind. Ja. Insbesondere Konfusius und Kibbelchen Chung Schuluk Schum. Und wir haben Belladonna gefunden. In der Glocke. An der Glocke. Hinter der Glocke. Mit ihren Glocken. Die hat doch nicht so große Glocken. Das stimmt. Die wollte es halt auch nicht an die große Glocke hängen. Genau. Okay.